Es hat mich einfach interessiert, zwei Dinge. Welche Stellung ist in Ordnung, dass der liebe Gott nicht böse ist? Und die Frage, warum will das immer wieder jeder? Früher oder später, he? Solange es noch geht halt. Das muss einen Grund haben. Wenn ich jetzt mit einer Frau im Bett bin, was darf ich tun und was nicht? Wenn wir so zu zweit alleine sind, dann sagt er, weißt du, zu zweit geht nicht. Sex ist immer mindestens ein Dreier. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich am falschen Kanal. Das war richtig. Dann hat er gesagt, weißt du, ich bin immer dabei. Ob du das Licht ausmachst oder nicht, ob die Fenster zu sind oder offen, ist egal, ich bin immer dabei. Und ich habe schon so gehofft, da lässt er mir meine Privatsphäre, wenigstens. Wenigstens dort. Hat er nicht. Der lässt sich einfach nicht vertreiben. Und ich habe schlimme Sachen gemacht und der ging nie weg. Ja? Kannst machen, wie du willst, er ist immer dabei. Also gibt es nur eine Lösung, die hat er mir erklärt. Alles, was du tun kannst, wenn du weißt, dass ich auch dabei bin und ich möchte dabei sein, ist in Ordnung. Es gibt keine Regel für alle Menschen. Du fühlst es in dir selber. Wenn du den lieben Gott teilhaben lassen kannst, egal an was du tust, ist es in Ordnung und sonst ist es nicht in Ordnung. Das war natürlich auch mühsam, oder? Jetzt musste ich plötzlich selber entscheiden, selber die Verantwortung nehmen. Mittlerweile ist er immer und überall dabei. Und er hat noch nie geschimpft. Ja, der liebe Gott hat keine Finger, Gott sei Dank. Keinen Zeigefinger. Der ist so ganz dünn und transparent, fast wie ein Spiegel. Du gehst hin und das Einzige, was du siehst, sind riesengroße Arme. Wie wenn dein Kind nach Hause kommt, du fragst es auch nicht zuerst, wo warst du, was hast du gemacht, warst du lieb, bevor es in den Arm nimmst. Du nimmst es einfach in den Arm, weil du es liebst. Du liebst es nicht, weil es so und so ist, oder? Es ist bedingungslose Liebe. Der liebe Gott hat die auch zu uns. Also braucht man keine Angst haben. Wenn wir das beobachten, wenn wir auch das bewusst tun, fällt uns was auf. Was ist denn so schön an diesen 3-4 Minuten Höhepunkt, die man so im Durchschnitt hat? Was passiert denn da genau, dass man das wieder will? Du, wieso merkt keiner, dass ich sage 3-4 Minuten? Okay, gut. Es war leicht übertrieben für die meisten, aber es ist möglich. Was passiert denn genau in dem Moment, wo du den Höhepunkt erlebst? Erleuchtung ist auch ein Höhepunkt, einfach auf einer anderen Ebene, aber es hilft sehr, wenn man das erkennt. Was passiert in dem Moment, wo du das erlebst? Hast du schon mal beobachtet? Das stimmt. Du kannst nicht denken. Wenn du nicht denkst, bist du erleuchtet. Das heißt nicht, du musst verblöden, deswegen. Noch keiner ist verblödet, weil er nicht denkt. Die, die durchgedreht sind, sind am Denken durchgedreht, nicht am Nichtdenken. Und wenn du meditieren willst und in die Stille gehen willst, dann musst du auch dort aufhören zu denken, so nebenbei. Du kannst dir lange Schmetterlinge und schöne grüne Wiesen vorstellen. Das ist immer Denken, Vorstellen, Denken, Denken, Denken. Natürlich sagt der Verstand dir, so kommst du zur Erleuchtung, weil er genau weiß, wenn der erleuchtet wird, dann muss ich mich transformieren. Da hat er Todesängste. Dann sagt er dir, mach, der Weg ist einfach lang. Klar. Das tut ihm doch gut, dann kann er noch lange leben. So, das Einzige, was du sagen kannst in dem Moment, falls denken geht nicht mehr so richtig, aber so zwei Buchstaben fallen dir dann manchmal noch ein, oder? A und O. Ja, und das ist interessant, das Alpha und das Omega wird viel verwendet, um Beispiel zu geben für Anfang und Ende, für diesen komischen Zustand, ja? Wir in der christlichen Ebene haben das A übernommen und singen am Ende von der Kirche Amen. Und in Indien machen sie das O halt mit Om. Ja? Aber eigentlich will es diesen Zustand des Nichtdenkens ausdrücken. Wenn du erleuchtet bist und du möchtest es bemerken, dann bemerkst du es möglicherweise daran, dass du wieder staunen kannst.
egal was du betrachtest, es ist wow. Ja, du sitzt auf einem Stuhl und du bist nicht begeistert von diesem Stuhl. Das ist eigentlich abnormal. Wenn du das nämlich plötzlich erlebst, was ein Stuhl wirklich ist, dann würdest du ihn am liebsten mit nach Hause nehmen wollen. Und deshalb ist es gut, dass diese Zustände erst dann eintreten, wenn du nicht mehr diese besitzergreifende Persönlichkeit hast. Du fängst an, plötzlich Stühle zu lieben. Stell dir mal vor. Wir müssen ja nicht so weit weg, aber stell dir vor, da sind 5 Männer oder 5 Frauen. So, und du liebst alle gleich. Was machst du dann? Welche heiratest? Welche nimmst? Welche nimmst? Na klar, der mit dem schönsten Auto. Oder die, die am besten kochen kann oder so. Aber manchmal reden wir von Liebe und ja, wir lieben uns, er liebt mich und so. Dann mache ich manchmal einen Test und ich sage, warum liebst du sie oder warum liebst du ihn? Wenn einer eine Antwort hat, ist es keine Liebe. Und wenn dir einer eine Antwort gibt, auf was ist Erleuchtung, ist er nicht erleuchtet. Oder noch nicht ganz. Deshalb verzeiht mir, wenn ich euch diese Frage jetzt nicht beantworten kann. Er ist immer gesund, das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist aber, dass das nicht mehr so gravierend ist. Selbst wenn man stirbt, ist nicht so gravierend. Deshalb sei froh, wenn es langsam geht. Du brauchst dich nicht beeilen. Wenn es zu schnell geht, weißt du nicht mehr genau, wo du bist, was jetzt gerade läuft, in welcher Dimension du bist. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du hierher gekommen bist. Und ich hoffe, dass du die Bedeutung dessen, wo du gerade stehst, was du gerade im Begriff bist zu tun, auch fühlst. Weil du bist nicht weit weg von deinem Ziel. Du stehst kurz davor, gib nicht auf jetzt, wo du näher kommst. Wenn es dir gelingt, jetzt zu relaxen, zu entspannen, passiert der Rest von ganz alleine. Ja, und wenn du denkst, ich hätte was damit zu tun gehabt und du so glücklich bist, dann gebe ich dir dann meine Kontonummer bekannt. Ja? Was ich dir wünsche, ist einfach ein wunderschönes Leben bei allem, was du tust, wohin auch immer dein Weg führt. Geh und tu es mit ganzem Herzen, dann kann es nicht verkehrt sein. Vielen Dank und schönen Abend noch.